Kuhn kam mit der brandneuen 1290 Idee mit Doppelkolben zum Test. Kees van Hooydonk aus dem niederländischen Werk in Geldrop erklärt uns das System. Das Unique an dieser Maschine ist, dass da ein Kolbe drin ist, die verteilt ist in zwei Teile. So, es ist eigentlich eine Zweizylinder-Maschine. Was den Antrieb von der Maschine anbelangt, gibt es eine Weitwinkel-Gelenkwelle und dahinter ein großes, schweres Schwungrad von 475 Kilogramm. Schwungrad und die ganze Maschine ist abgesichert mit einer Nockenschaltkupplung. Alle Kuhnpresse sind mit einem Integralrotor ausgeführt. Diese Maschine hat ein Pickup, 2,30 Meter breit, hat eine angetriebene Walze, um extra Leistung und eine bessere Vorverdichtung von das Material zu bekommen. Knoter sind 6 Knoter mit einem hydraulischen Gebläse, wobei über 100 km pro Stunde genügend Luft über die Knoter geblasen wird, um dafür zu sorgen, dass das komplette Knoterbereich sauber bleibt. Wie bei John Deere müssen zum Messerwechsel nur die Klingen ohne Messerboden nach rechts ausgezogen werden. Die 23 Messer sind einzeln hydraulisch gegen Fremdkörper gesichert und sorgen für eine Schnittlänge von 45 mm. Wegen der hydraulischen Einzelmessersicherung erfolgt die Dreifachmesserschaltung komfortabel mit zwei Absperrhähnen. Insgesamt erreichte die Kuhnpresse im Test die höchste Pressdichte bei einem guten Durchsatz. Außerdem war die Laufruhe mit dem Doppelkolben beeindruckend. Alle Details zu dem großen Vergleich lesen Sie in den Ausgaben Dezember und Januar von Profi.